Wir sind endlich wieder da. Wir sind im Phantasialand heute. Heute geht's ins Phantasialand. Langes her, ja. Aber heute sind wir nochmal da. Ja, mal schauen, was sich so verändert hat. Seitdem. Und wir nehmen euch mit. Genau, wir nehmen euch mit und gucken mal, was so anders ist. Vielleicht ist ja schon die neue Treppe, die ist glaube ich schon fertig. Aber vielleicht die Treppe kann man glaube ich gehen. Und natürlich hier Adventure Trail. Ne? Den Adventure Trail machen wir heute natürlich auch und da seid ihr dabei. Ja, also dranbleiben. Das ist prima. Also, gehen wir mal rein. Den leeren Marktplatz hier in Klugheim genießen. Das haben wir bisher, glaube ich, nur einmal gehabt oder so. Zum Parkschluss. Peter holt gerade Kaffee mit Stefan zusammen. Mit dem wir sind wir heute unterwegs. Und dann lassen wir mal einen spannenden Tag um uns zukommen. Und ich freue mich. So, Stefan, das ist der Stefan auch mit dabei heute. Ja, wir trinken jetzt erstmal lecker Kaffee, ne? Und dann gucken wir weiter, wie es geht. Genau. Ja. Was denn? Schreck mich doch nicht so. Was machen wir jetzt? Oh Gott, Luft holen. Wir gehen jetzt die neue Treppe. Ja, neue Treppe. Ja, wo wir jetzt hier stehen, ist neu, ne? Du meinst den Wespennest? Da ist das Wespennest. Ja, hier ging man früher die Treppe irgendwie runter Richtung Kettenflieger. Ja, und hier kann man jetzt runter gucken. Der ist neu. Ja, aber guck mal, Eiskaffee Himmelreich hat hier Werbung. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber Berlin steht Kopf. Eine Zeit. Da ist eine Zeitung hinter irgendwie. Das Berliner Tageblatt kann man da sehen. Sehr schöne Animation hier. Ja, komisch, coole. Warum ist eigentlich die Morgenpost? Ja, ich glaube, da gibt es rein rechtliche Probleme. Meinst dann. Du? Ja. Okay. Ja, gehen wir weiter. So, erste Amtshandlung heute. Wir gehen rüber zu den Vinyas und kommen ein bisschen in Schwung jetzt. Ein bisschen drehen. Mal sehen, welche Seite wir nehmen. Vier oder Force. Ja. Welche Seite verliere ich bei? Die Vier oder die Force? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ja, so, wir sind jetzt in den ersten Ride des Tages gefahren. War dann doch nicht die Vinyas, sondern Wolkes Luftboss. Stefan, wie hat es dir gefallen? Es war bombastisch. Ja, es war witzig. Ein absoluter Geheimtipp hier. Ja, ne? Sollte man auf jeden Fall machen. Das war doch Fly, oder? Das war Fly, richtig, genau. Ich bin schon so lange nicht mehr hier gewesen. Ja, Fly ist das, genau. So, wir gehen mal weiter zu Vinyas. Eine Runde Vinyas gefahren, Vinyas 4. Immer wieder eine sehr schöne Bahn. Macht Spaß. Und jetzt gehen wir eine Runde Crazy Bats fahren. Es war nur 5 Minuten Wartezeit. Und das macht man auch gerne und nimmt man gerne mit. So, jetzt sind wir gerade alle zwei Runden Crazy Bats gefahren. Sehr schön. Einmal mit, einmal ohne Brille.
Ohne Brille ist interessant, wie lustig, wir saßen in letzter Reihe und sah sehr witzig aus, wie, der ganze Zug grün geleuchtet hat. Ah, man sieht auch, wie eng an manchen Stellen da die Träger sind. Da muss man die Pfoten besser im Wagen lassen. Ungewollte Nirmes-Infekte. Ja, ungewollte Nirmes-Infekte, ja. So, und jetzt, oh, keine Ahnung, was wir jetzt machen. Hast du eine Idee? Keine Ahnung, mal schauen, ne? Ja, ja, wir lassen müssen ja auch noch nach Afrika, ne? Wir müssen Adventure Trail, genau, da müssen wir auch noch mal hin. Vielleicht machen wir das jetzt mal schauen. Ja. So, jetzt sind wir die Black Mamba gefahren. Erste Reihe sogar. Ja, ich habe immer das Gefühl, ich verliere meine Füße. Alles so eng da ist. Aber, das ist schon echt cool. Ja, hat Spaß gemacht. Und jetzt gehen wir, ich glaube, nach Klugheim gleich mal irgendwann. Aufs Klo. Aufs Klo, okay. Erst aufs Klo. So, mittlerweile sind wir jetzt in Klugheim hier angelangt und haben schon mal ein Bierchen getrunken. Die beiden haben noch ein zweites genommen. Nein, das ist das erste. Das ist das erste, natürlich. Da ist unsere Lieblingsbude da hinten. Ja. Jungbude, sehr zu empfehlen. Ja. Bist du auch gerne hier, Stefan? Auf jeden Fall, es schmeckt, die Temperaturen passen wunderbar. Das ist Wetter, wir stehen unter dem Baum. Stehen hier unter dem Baum, perfekter Schatten. Was gibt es Schöneres als das? So, wir lassen uns das Bier jetzt schmecken. Gehen wir jetzt mal eine Runde Taron fahren. Der Multi-Lounge-Coaster von Intermin. Ich glaube, Weltrekorde hat er nicht mehr, er will der schnellste, glaube ich, aber seiner Art ist er immer noch weltrekordmäßig. So, jetzt haben wir gerade eine Runde Taron gedreht. Immer wieder sehr, sehr schön, ja. Sehr schnell. Ja. Das war Fly, oder? Ja, ja. Was? Das war Fly, oder? Nee, Alex, das war Taron. Ach so. Du bist immer noch nicht richtig angekommen, merke ich hier. Ja. Du warst so oft im Moviepark einfach, da vergisst man solche Sachen schnell. Ja, wir gehen jetzt rüber nach Rockburg, da wo Fly ist. Ah. Und Stefan, da gehen wir, glaube ich, erstmal lecker essen jetzt, ne? Genau, wir gehen jetzt einmal in Richtung Uhrwerk. Ja. Und dann werden wir uns wieder kulinarisch verwöhnen lassen, würde ich mal sagen. Ne? Lecker im Uhrwerk. Ja. Lecker im Uhrwerk essen, weil da gibt es die kleinen Portionen. Also, bis gleich. Achso, ich habe den Lachsburger. Pasta hast du. Mach mich nicht durcheinander. Skipper. Stefan, was hast du leckeres? Ich habe hier den Piloten mal ausgerechnet. Der Pilot? Jawohl. Sieht sehr gut aus. Mhm. Und ich habe die Pasta Icarus genommen. Oh, ich esse nie wieder was. Du? Nee, bestimmt nicht. So, nach dem leckeren Essen eine kleine Verdauungsfahrt muss jetzt her, und zwar mit Fly. Ein Aeronaut muss gestärkt sein. Ja. Damit fahren wir jetzt. Uiuiui, zwei Runden Fly gedüst. Also mehr als zwei Runden kann ich heute auch nicht fahren. Erstmal jetzt. Letzte Reihe und einmal neunte. Ja, ist sehr intensiv. Einmal zehn, einmal neunte. Genau, also hinten ist immer schneller, ne? Ja, klar. Stefan, ist doch so, ne? Hinten ist immer schneller. Ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Nee, wirklich sehr intensiv und jetzt machen wir jetzt mal was Ruhiges. Ich glaube, die Geister-Rikscha war angesagt, oder? Ja, ich glaube auch. Und was nie fehlen darf, ne? Es ist das Wasserspray. Wasserspray, auch gut gegen Wespen geeignet. Gut, dann gehen wir jetzt mal zur Geister-Rikscha. Wir fahren jetzt die Runde Geister-Rikscha. Nach der unheimlich gruseligen Geister-Rikscha
sind wir jetzt noch eine Runde Colorado gefahren, unsere Hochzeitsachterbahn. Ja. Und jetzt brauchen wir eine Abkühlung, gehen rüber nach Deep in Africa zu Karimbu Bar. Lecker Cocktail trinken. Da gibt es jetzt irgendwas zu trinken, genau. Hat der Cocktail geschmeckt? Oh, der war lecker. Ja. Fashion Food, kann ich sehr gut empfehlen. Ja. Hat dir der Cocktail auch geschmeckt? Der war sehr lecker gewesen, ja. Hast du schon mal getrunken vorher? Ich hatte mal einen getrunken in der Winterzeit, dessen Namen mir nicht bewusst ist. Also war gut, ne? Auf jeden Fall, ja. Ich hatte einen Radler, war auch sehr lecker, Gösser, immer gut. Und jetzt wandern wir einfach mal ja, planlos nach Berlin rüber, würde ich sagen. Peter fährt jetzt Talokan. Ich fahre jetzt Talokan nicht. Was ein bisschen schade ist, dass Tapas immer noch zu ist, Tapas. Ja, leider. Macht wohl heute auch nicht mehr auf dann, ne? Naja. Kann man nichts machen. Chiapas ist ja die kleine Diva hier im Park. Gern mal irgendwie kaputt ist oder nicht funktioniert, was auch immer. Oh. Schade, aber kann man nichts machen. Wir gehen aber jetzt dafür zu Taro. Ein guter Ersatz, würde ich sagen. Jetzt haben wir uns noch ein bisschen erfrischt, damit wir jetzt schön in den Adventure Trail zum zweiten Mal gehen können. Diesmal gebe ich aber nicht diese Wasserroute. Das war mir zu heikel vorhin. Ja, das habt ihr ja gar nicht gesehen. Nee. Weil die Kamera ist beim ersten Mal in der Tasche geblieben. Ja, ich wollte den Trail erstmal ohne Kamera machen. Ich hab, da sonst wäre ich garantiert reingefallen. Aber gleich seht ihr was vom Trail. Ja, genau. So, wir stehen jetzt vor dem Adventure Trail und da gehen wir jetzt mal rein und lassen uns überraschen, wie das so ist. Anstrengend. Danke. Ja, wie war's? Oh, ich hasse diese Rutsche. Ich muss sagen, mit der Kamera durchzugehen ist ganz schön halsbrecherisch. War irgendwie blöd und anstrengend, aber hoffentlich ein paar Aufnahmen habt ihr jetzt davon. Naja, gut, wir gehen jetzt hier raus. Jetzt stehen wir noch hier und trinken noch ein Abschlussbierchen oder Abschlussradler. Stefan Heineken. Ja. War ein sehr schöner Tag heute mit dir, Stefan. Dankeschön. Ja. Und ich denke mal, an der Stelle können wir den Vlog mal hier oben beenden. Ne? Ja. Genau, wir trinken das jetzt noch aus und dann geht es auch schon nach Hause. Der Tag ist fast vorbei. War sehr schön und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Abonnieren nicht vergessen. Genau, abonnieren nicht vergessen. Also, tschüss. Ciao.